Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Chloe, I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you would be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Ja, ich musste gerade nochmal alles spielen, was wir hier am Stand gemacht haben. You won't like this. Ja, weil es halt nicht komplett gespeichert hat. No, Max, I don't like that at all. But I trust you. And girl, if I need that gun, you better rewind fast. Und ich bin der Meinung, ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Tür schließen. Your dog is kind of scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're scared of my dog. That figures. Okay, there, you're safe. Now, what do you want? Es tut mir leid. Yeah. Come on. Oh. Du hast mir Angst gemacht. Look, Frank. We're only. Shit. Ich liebe Hunde. That's maybe. Rachel. Yes. You and Chloe. Und Rachels Foto. Rachel said she gave you one of her favorite photos. That proves how much she cares. And you care. That's why you have to help. How the hell did you know about that photo? That's my favorite picture of her. I can look at it anytime and she'll always be there for me. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. Yeah, I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Thank you. Yeah, thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Wir haben es geschafft, Leute. Frank ist nicht verletzt und wir haben die Kundenliste von ihm. Alles fit. Schön. Schön. That was cool. Frank gave up the code to help us. Rachel must have seen something good in him. In jedem Menschen steckt etwas Gutes, würde ich meinen. Boah, hier hätte ich gespeichert. Obwohl, nein, hätte ich das ja nicht wieder anders machen können. Stimmt, okay. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Das ist wahr. I better focus on this board and start tying these clues together. Oh. Hi Max, wollte nur mal nachfragen, wie die Suche läuft. Danke Frank, wir arbeiten uns voran. Ich hoffe sehr. Halt mich auf dem Laufenden. Komm später vorbei, wenn du feiern willst. Viel Glück. Wenn du feiern willst? Okay. Drei Seiten! Oh! Nach der Schlägerei im Wohnheim fuhren Chloe und ich zum Strand, um Frank zum Helfen zu überreden. Ich musste vorsichtig sein und ihn nicht aufregen. Er war echt sauer, dass jemand sich sein Kontobuch geliehen hatte, aber als er merkte, dass es uns nicht um Drogen oder Geld ging, beruhigte er sich. Ich dachte nur, ich versuche einen Drogendealer zu überreden, uns bei der Suche nach einem vermissten Mädchen zu helfen. Frank stimmte zu.
Er weiß, wie ahnungslos wir sind und vielleicht überzeugte unsere Aufrichtigkeit ihn. Ich bin immer noch unsicher, was ihn angeht und nicht so naiv, dass ich nicht sofort zum Zurückspulen bereit bin. Ich weiß nur, dass er Drogen verkauft, ein übles Temperament hat und Rachel liebt. Mehr noch als seine Bohnen. Ein weiteres Teammitglied gewonnen. Oh yeah. Mein Leben ist mittlerweile so surreal, ich weiß nicht mehr, wie ich reagieren soll. Ich kann Zeit und Raum manipulieren, aber altere ich deswegen vorzeitig? Erfahre ich von Dingen, die ich besser nicht gewusst hätte? Mache ich zu viel kaputt? Nasenbluten und Schwindel sind ein eindeutiges Zeichen, dass ich es übertreibe, aber ich habe mich so daran gewöhnt. Macht korrumpiert. Noch nicht, hoffentlich. Ich erinnere mich an die Star Trek-Folge, in der Kirk durch die Zeit reisen und eine geliebte Person sterben lassen musste, damit die Nazis den Krieg verlieren. Was für eine beschissene Wahl ist das? Was wäre passiert, wenn ich an diesem Tag nicht in den Toiletten gewesen wäre, um Chloe zu retten? Verflucht, ich war da, also sollte ich auch dort sein. Schicksal. Dass wir Frank überreden konnten, uns zu helfen, gab uns die meiste Hoffnung seit langem. Ja, in Anbetracht seiner früheren Reaktion waren Chloe und ich dumm, ihn zu konfrontieren, aber keiner kann sagen, er hätte Rachel nicht geliebt. Er hätte allerdings das Messer nicht zücken sollen und mir gefällt nicht, dass er Teenagern gefährliche Drogen verkauft, besonders Nathan. Daher braucht psychiatrische Aufsicht, nicht nur Pillen. Wenigstens wird er nicht mehr zu Frank gehen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Chloe oder Rachel überhaupt mit ihm rumhängen wollen würden. Wenn ich die Stadt nicht verlassen hätte, würde ich vielleicht weniger schnell urteilen. Jetzt haben wir Nathans Handy, Davids Koordinaten, Franks Kontobuch und ein großes Brett mit Hinweisen. Endlich. Vielleicht wendet sich nun das Blatt oder die Zeit. Das könnte natürlich möglicherweise sein. So, das Brett hole ich mir gleich an. Guck ich mir gleich an. Erstmal ansehen. We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Chloe's on a roll to find more clues about Rachel now that we're so close. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Okay, als erstes mal Nathans Handy. Sammle Informationen zu einem Charakter, indem du alle wichtigen Hinweise auswählst. Für jeden Abschnitt muss eine bestimmte Anzahl an Hinweisen ausgewählt werden. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? There's a lot of numbers in here. Durchschnitt. Vielleicht der Durchschnitt. Das Geburtsdatum macht halt eigentlich Sinn, ne? This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? 4.10.20 Uhr. Es könnte natürlich auch sein. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Rachel in Dunkelkammer, ach ja. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Das ist, glaube ich, das mit den meisten Hinweisen. Couldn't hurt to give this pin code a whack. Simpin 1111. Echt. Ich glaube eher die Puck könnte dann möglicherweise ein Pin sein. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Schade, dass man es nicht einschalten kann, selber ausprobieren kann. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Mit Bedauern informieren wir Sie darüber, dass Mason Prescott in vergangenen Monaten hinweg trotz wiederholter Warnungen und Nachsicht für mehrere Störungen des Unterrichts verantwortlich war. Aufgrund eines geschmacklosen Ausbruchs in Mrs. Hoyders Unterricht zur Einführung in die Literatur am Dienstag, dem 17. September,
wurde Nathan für den Tag zurück ins Wohnheim geschickt, ohne einen Eintrag in seine Akten. Nathan verfügt über ein enormes Potenzial, aber auch über unberechenbare Verhaltensmuster, die eventuell eine Betreuung erfordern, die über Blackwells Kapazitäten hinausgeht. Die Schule kann diese Störung nicht tolerieren, also hoffen wir, dass sie diese Angelegenheit mit Nathan diskutieren und ihnen die Schwere der Situation bewusst machen können. Wir brauchen ja das hier. Aber wir brauchen 4 Sachen. Dann würde ich noch das nehmen. Und noch das. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Let's start hacking. Ach so, oh. Neun, fünf, drei, fünf. Neun, fünf, ein, drei, fünf. Oops, bad code. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Eins, neun, neun, fünf, aber das wäre, glaube ich, zu easy. You locked it, dumbass. Das kann ich ja wieder, ne? Okay, was wäre... Ja, 5, 4, 2, aber dann fehlt da ein Buchstabe, eine Zahl. Deswegen. 9, 5, 3, 5... Ich versuch's mal mit dieser Zahl. 0, 0, 5, 8 sieht irgendwie interessant aus. 0, 0, 5, 8. Ups, bad code. Okay. 3988. Okay, 5431 wäre auch eigentlich. Ich guck mal 5431. Das macht irgendwie. Weiß nicht, klingt logischer. 5431. Ja, ein. What? Immer noch nicht? 3988, okay. You locked it, dumbass. Ansehen. So, die letzte. Wir haben nur noch eine Nummer, ne? 4436. Hier. 4, 3, 6. Ups. Bad code. Das waren alle Codes. Oder hier von irgendwas. Haustelefon, Handy, 1010. 1010. Ich versuche jetzt hier nochmal alle. 1010. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Okay, einen Versuch haben wir wieder. 8603. 8603. You locked it, dumbass. Okay. Gut, Leute, aber ich muss jetzt noch mal kurz eine Pause machen, denn es gibt wieder Essen. Ja, für euch sind es wieder nur kurz ein paar Millisekunden. Bis gleich. So, Leute. Erstmal wieder richtig hinsetzen. Ich versuche jetzt mal eben was. Mir ist eben beim Essen eingefallen. Wir könnten ja mal 4108 versuchen. 4108. Der 4. Oktober um 8 Uhr
abends. Also in Amerika und so ist ja nicht 20 Uhr oder so, sondern 8 Uhr PM. Ups. Schade. Bad code. Es hätte natürlich klappen können. Aber hat's leider nicht. Schade, schade. Dann versuchen wir es mal mit 7063. Ansehen. Hä? Ach, nicht ansehen, entsperren. Was war jetzt denn? Oh Mann! Hä? So, 7063. 7063. Nein, 6. 3. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Okay, das letzte war was? 0 01. Oh. Das ist zweimal das gleiche, okay. 0198. 0198. You locked it, dumbass. Oder 3704 vielleicht? Das könnte natürlich auch sein. Ich versuch's mal 3704, also das Slash als 0 zu nehmen. Ja, I knew it wouldn't okay. Be that easy. Max, I know we can snap all the... Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Wir haben noch jetzt nichts mehr. Ich hab noch alles versucht, oder? 542? 5420 vielleicht? 5420. Ups, bad code. Dann versuche ich es mit 0542. Yeah, auch nicht. I knew it wouldn't be that easy. Kann ich nicht so weit zurückspulen? Nee. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. David should have done way more than take photos of Kate. Uhr. Stand da noch irgendwas Wichtiges drauf? Nee. 17. September. Ah, nee, das passt auch nicht. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Müssen wir hiervon jetzt auch noch versuchen, den Code herauszufinden? I hope in this case that David has good tracking skills. Das wären so viele Zahlen. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Das hatten wir aber auch schon mal alles, ja. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. You need to get rid of these damn cameras, David. At least David was finally going after the right suspect. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien sehr aufgebracht und behauptete, David Metzen folge ihr und fotografiere sie. David stritt dies ab und aufgrund der fragwürdigen Gesellschaft, in der Rachel sich neuerdings aufhielt, war ich nicht sicher, ob ich ihr glauben können sollte. Also ich würde auf jeden Fall die Koordinaten auswählen.
Was sagt sie nochmal dazu? Was müssen wir herausfinden? Aber wir können nur drei Sachen auswählen. Würde ich auf jeden Fall das Bild nehmen. Die Koordinaten. Und das hier. This is like goddamn math. I suck. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Ah. Okay, also das sind, ich habe hier schon die richtigen Beweise. Roger that. Let's start hacking. Oi. Aber hier finde ich nichts mehr drin. Das habe ich auch alles ausprobiert, ne? Ja. Acht, sieben, acht, neun vielleicht. Ich versuche das damit nochmal. Oops, bad code. Oder 7808. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Guck mal Franks Hinweise an. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Frank's account book. But the client names are encrypted. Maybe Rachel took a road trip with Frank, but she did come back. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? David Madsen und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mr. Madsens Polizeijargon für einen lokalen Dealer arbeitete. Oder arbeitet. In Anbetracht des vorbildlichen Status Rachels sagte ich David, dass ich konkretere Beweise benötige und er versprach, er habe welche vorzuzeigen. Ich muss den Part gleich mal beenden. So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel or protect her. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Das brauchen wir auf jeden Fall. Yes, oh. The game is on. Now, oh. Talk to us, account book. Tell us everything. Gut, wir beenden jetzt hier aber erstmal den Part. Die Nachricht von Nathan lesen wir gleich. Beziehungsweise im nächsten Part. Also für mich gleich, weil ich mir noch einen aufnehme. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.